meine Lieben, ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Ich hoffe sehr, es geht euch allen gut. Heute machen wir einen ganz leckeren Peperoni-Salat. Genau richtig jetzt für die Grillzeit oder auch wenn ihr mal einladet zu einem Sommerfest draußen im Garten und wollt ein Buffet machen und wollt mal einen nicht alltäglichen Salat, ist dieser Peperoni-Salat wirklich mal was ganz Besonderes. Ich finde ihn super, super lecker, super einfach in der Herstellung und das ist ja genau mein Ding. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss ihn euch unbedingt abfilmen und zeigen. Wir brauchen auch gar nicht viele Zutaten. Ihr findet wieder alles unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir brauchen jetzt für ungefähr 2 Portionen folgende Zutaten. Zum einen etwas Oliven, dann frische Petersilie, Olivenöl, Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer, Zucker, Peperoni, eine Avocado, etwas Feta-Käse und Tomaten und das war's dann auch schon. Ihr könnt natürlich das Rezept verdoppeln, verdreifachen, müsst dann etwas mit den Zeiten schauen, weil ihr ja mehr Menge im Mixtopf habt, ob dann die von mir heute angegebene Zeit reicht. Wenn nicht, müsst ihr es noch etwas erhöhen. Aber da könnt ihr erstmal die Einstellung übernehmen und dann nachschauen, ob alles passt, ob die Größe passt, ob das Ergebnis für euch in Ordnung ist. Und ja, so könnt ihr dieses Rezept einfach vervielfältigen. Und jetzt legen wir los. Und zwar brauchen wir als allererstes 40 Gramm Oliven. Ihr könnt da schwarze oder grüne Oliven nehmen. Entsteint sollten sie sein. Und die kommen in den Mixtopf und werden zerkleinert. Und zwar 3 Sekunden auf der Stufe 5. So. Schaut mal. So groß sind die Stückchen jetzt. Das fülle ich einmal in eine Schüssel. Und zwar könnt ihr euch da gleich eine größere Schüssel richten, in die wir alle Zutaten hineingeben und hinterher vermischen. So schön den Mixtopf auskratzen. So. Schüssel stelle ich ganz kurz zur Seite und es geht gleich weiter mit einem halben Bund Petersilie. Da könnt ihr glatte Petersilie nehmen, wie ich heute, oder auch krause. Einfach nur die Blättchen abzupfen und das wird ebenfalls zerkleinert. 3 Sekunden auf der Stufe 8. Die Petersilie, die zerkleinerte, zeige ich euch auch nochmal, ebenfalls in die Schüssel zu den Oliven dazugeben. Bevor wir jetzt das Dressing machen, geben wir die restlichen Zutaten in die Schüssel zur Petersilie und zu den zerkleinerten Oliven dazu. Das sind ungefähr 200 Gramm Tomaten. Die habe ich einfach in kleine Würfelchen geschnitten. Dann natürlich Peperoni für unseren Peperoni-Salat. Und zwar brauchen wir auch ungefähr 200 Gramm Peperoni. Ich habe jetzt rote und grüne gewählt, einfach von der Farbe her. Das gibt ein viel, viel schöneres Ergebnis hinterher, einfach auch fürs Auge. Das Auge ist ja mit, das wisst ihr. Ich habe sie gut abgewaschen, entkernt, da die roten Peperoni, wenn ihr die Kerne drin lasst, schon etwas scharf sein können. Wer es mag, kann die Kerne gerne drin lassen, dann hat der Salat einen richtigen Pep. Aber für alle, die es eher nicht so scharf mögen, würde ich die Kerne auf jeden Fall rausmachen. Und ich habe sie einfach jetzt in ungefähr 3 cm lange Streifen geschnitten. Könnt ihr aber auch in Ringe schneiden oder wie auch immer ihr gerne eure Peperoni schneiden mögt. Dann 100 Gramm Feta-Käse in kleine Würfelchen. Und ein Avocado, die habe ich natürlich aus der Schale rausgeholt, den Kern entfernt und auch in Stücke, in Würfelchen geschnitten. Ich habe sie jetzt ein bisschen größer gelassen, weil ihr wisst ja, eine reife Avocado, die neigt gerne dazu, dass sie eben ein bisschen matschig wird. Und da dies nicht passiert und wir noch schön die Stücke sehen und hinterher auch noch erkennen können, habe ich sie etwas größer gelassen, aber das ist auch euch überlassen. Die könnt ihr so groß oder so klein schneiden, wie ihr mögt.
So, das war jetzt erstmal das. Und jetzt machen wir uns noch schnell das Salatdressing. Geht auch wieder richtig einfach, richtig schnell. Und zwar gebe ich 10 Gramm Balsamico-Essig, hellen Balsamico-Essig in den Mixtopf. 10 Gramm. Ups, das war natürlich ein bisschen zu viel. Macht nichts. Dann kommen 20 Gramm Olivenöl dazu. Könnt ihr aber auch ein Sonnenblumenöl oder ein Rapsöl nehmen, falls ihr jetzt nicht so gerne Olivenöl nehmt. Nehmt da einfach das, was ihr zu Hause habt. Müsst nicht extra einkaufen gehen dafür. Dann kommen 1 bis 2 Prisen Zucker dazu. Ich habe jetzt ein bisschen mehr. Ich glaube, bei mir war es so ein Teelöffel. Dann 1/2 Teelöffel Salz. 1/4 Teelöffel Pfeffer mache ich wie immer mit meiner Pfeffermühle einfach so Pi mal Daumen per Augenmaß. So, das war schon alles für unser Dressing. Deckel aufsetzen und das Ganze 10 Sekunden auf der Stufe 4 schön vermischen. Und schon ist das Salatdressing fertig. Ging rucki zucki, ganz einfach. Ich schiebe es mir einmal alles hier vor meinem Rand mit dem Spatel runter, bevor ich es über die ganzen Zutaten vom leckeren Peperoni-Salat drüber gebe, dass ich alles rausbekomme. So, hole mir meine Schüssel und gebe es jetzt hier über den Peperoni-Salat drüber. Lecker, lecker, lecker. So, alles schön auskratzen nochmal. Ich kann es euch auch nochmal zeigen, dass ihr nochmal seht, wie das Dressing aussieht. Jetzt vorsichtig, wie gesagt, einmal mischen. Und fertig ist der Peperoni-Salat. Schaut nochmal. So sieht er jetzt aus. Richtig, richtig lecker. Und für 2 Portionen nicht schlecht. Da kann man schon gut von essen. Gerade wenn man ihn als Beilagensalat nimmt, reicht er natürlich noch für mehr Personen, als wenn man ihn nur so als Hauptspeise, als Hauptgericht serviert. Ja, meine Lieben, ihr habt gesehen, wie schnell und einfach er herzustellen ist. Ist wirklich überhaupt nicht schwierig, geht ganz einfach und ist mal was wirklich Besonderes. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da, wie ihr das Rezept gefunden habt, wie es geklappt hat, falls ihr Fragen habt. Und natürlich lasst mir auch sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abo, ganz wichtig, nicht vergessen, ist kostenlos, kostet euch keinen Cent. Glocke aktivieren, damit ihr immer über das neueste Video informiert werdet. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!